Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 im Hardcore-Modus. Krischi ist natürlich mit dabei, der gehört dazu. Moin, moin. Jo, moin, moin. Und ja, das ist jetzt mal wieder eine Session nach etwas längerer Zeit. Wir haben gerade überlegt, was haben wir zuletzt gemacht. Das Schwert von dem Fremden wurde zusammengesetzt. Ich weiß gar nicht, ob man schon weiß, wie er heißt. Weißt du das gerade, Krischi? Tyrael meinst du, dem Ja, Engel oder was? ich wollte jetzt gerade nicht spoilern. Ich weiß natürlich, dass er Tyrael heißt. Aber ich war mir gerade nicht sicher, ob das von der Story schon bekannt war. Dann musst du das auch so sagen. Ja, ist Erst, ja wir egal. geben doch eh Shit auf die Story. Ja, genau. Auf jeden Fall ist das Schwert von Tyrael fertiggestellt. Er ist ein Engel aus dem Himmel. Magda hat Deckard. Ist er schon Change. getötet worden? Ja, Ja. ist tot. Ah, gut. Theatralisch zusammengeklappt. Ja, ich war mir nicht sicher, ob er da schon tot war oder ob er nur zusammengebrochen. Ja, aber dann ist Deckard Cain, der Onkel von Lea. Lea, tot. Oh Gott, viel zu viele Namen. Und Eigentlich nicht. doch, auf jeden Fall. Und wir verfolgen jetzt Läuft, Magda. läuft, 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 läuft. Halleluja. Es geht ja gut gleich los hier. Oh. Auf jeden Hast Fall, was aufgesammelt. genau, wir verfolgen die jetzt. Und schreit weiter voran im ersten Akt. Genau. Wie gesagt, Hardcore, also nicht sterben. Ah, Sonst ist sicher Schluss auf kein Ende vorbei. Problem. Krischi ist hier eher das Problem. Hallo? Ja. Oh, hallo. Nein, 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 nein. Ich hoffe allein für den Spruch, dass du der bist, der diese Hardcore-Season verreckt. Aber irgendwie bin ich als Dämonenjäger da anfälliger, habe ich das Gefühl. Was ist das für Blödsinn? Meine Königin. Kommst du? Jo. Alles klar. Musste gerade nochmal abchecken, was ich da für eine Fähigkeit auf 3 habe. Ah ja, stimmt, hier kommt ja die schöne Spinnenkönigin als nächstes. Oh ja, richtig. Freude! Oh ja. Richtig Freude. Vor allem merke ich, dass die Viecher langsam immer mehr und mehr, 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 mehr Damage machen, also Schaden. Gegen Echt? Damage uns. ist Schaden? Alter. Damage ist Schaden. Ich Junge. wollte jetzt schon wieder diese Anglizismen vermeiden, aber. Diesen übermäßigen Gebrauch. Mir läuft irgendwas hinterher. Ein Ghoul. Stirb. So. Ja. Ein paar 798.000 Teile zerteilt und dann kann es weitergehen. Sascha, lass mich nicht allein, hier gibt's Spinnen. Wem sagst du das? Tier. Und Ghule. So, ich laufe eigentlich gerade ohne großes Ziel hier längs, wa? Wir müssen ja auch nach der Kammer suchen, also rumlaufen und gucken. Ja. Das sieht schon mal Vielleicht gar nicht haben wir so Glück. verkehrt aus, der Weg hier. Willkommen. Hallo. Also den Damage, den ich austeile, hält sich auch noch in Grenzen. Ja. Mein Damage geht eigentlich, aber ich stecke halt auch viel ein. Hattest du nicht noch zu Anfang der Season gesagt, du hältst dich schön zurück? Ja, mach ich doch auch. Kannst du dann viel einstecken? Naja, wenn sie mich mal treffen, beschützt mich ja nicht immer richtig. Ach so, ja. So kann man es natürlich auch sehen, ne? War alles eine Frage der Perspektive. So wie jetzt zum Okay, Beispiel. Warum hier ist kriege die ich dich falsche nicht Ecke. treffen? Ah ne, warte, da geht's ja noch weiter bei dir. Will ich mal bitte sterben? Dämliche Viecher. Nein, hier ist auch Ende im Gelände. Kriegst du es geschissen, Krischi? Ja, ich glaube. Heiltränke. Sehr gut. Meine Güte, was machst du denn da? Spinnwette. Oh, ein Amulett. Ja, nehmen wir.
fliegen. Ach ja, ja, ja. Mein Problem ist, ich habe wenig Eigenheilung. Also wenn ich nur so rumstehe, regeneriere ich nichts. Ich regeneriere mich vor allem dadurch, dass ich Schaden pro Treffer mache, ja. Oh, schade. Dead End. Ja. Komm, wir laufen hier noch 10 Jahre rum. Hallo. Die ist ein bisschen größer. Heißt nicht, dass sie stärker ist. Aber nichts ab, wollte ich gerade sagen. Ja, nein, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Aber hier ist noch ein Buch. Buch ist gut. Oh, und 3 Heiltränke liegen da bei mir. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Oh, hallo Spinnen, Freunde. Nicht genug Wut. Alles klar. So. So. Hui. Mehr Wut. Die sind aber auch immer ein Stück groß. Joa. Eine prächtige Truhe. Oh, jawohl. Aha, aha. Alles klar. Bei dir was Legendäres dabei gewesen? Nee, aber voll viel Moneten. Das okay, gelb und schlechter und schlechter. Ah, plus 11% Schaden, plus 8% Zähigkeit, minus 16% Heilung. Guck mal, dich lege ich trotzdem mal an. Dich ebenso. Wie viel Schaden machst du jetzt? Ich mach 131,76. Ich mach 134,37, geht also gleich klar eigentlich. Und Zähigkeit? 5220. Habe ich 4221 nur und Heilung? 123. 311. Boah, gut. Alles klar, also alles beim Alten. Boah. Ich habe jetzt wieder einen Bogen statt einer Armbrust. Okay. Macht irgendwie 70% mehr Schaden. Ne, da oben waren wir doch schon. Aber da geht's noch nach links. Da waren wir auch schon. Wenn ich mich nicht irre. Wenn ich M drücke und reinzoome, da oben links, dieser ganze Block. Ja gut, aber ich denke nicht, dass es da ist, aber wir können gerne hingucken. Ich weiß nicht, wir können auch hier da unten langlaufen. Keine Ahnung. Das kann ich auch, Junge. Oh. Oh, Ram up! Oh, okay, ich kann mal. Oh. Warte, der drückt mir so ein bisschen Damage. Ach, deshalb macht den so wenig Schaden, das ist Lina. Ich hab gerade schon gewundert, ich dachte, ist der Bogen jetzt so schlecht oder was? Oh Gott, die kacken die nach. Fischi, wolltest du sagen? Nein. Krieg ich alleine. Der ganze Scheiß Diener, wa? Ey, der hat mich festgehalten. Leute. Ah, kein Druck. Nicht genug Wut. Der Ram Option down? Noch nicht, aber gleich. Geblieben! Nein! Jawohl. Bei mir ist irgendwas Gelbes drin. So, was hatte ich da? Gelbe Handschuhe, die nicht so sonderlich viel können. Nein, der Kopfschutz hier auch nicht. Gut, aber da habe ich auch den Legendären, da wäre es komisch, wenn der jetzt mehr könnte plötzlich. Ja, siehst du, hier ist so eigentlich mal gar nichts. Der Ramop war hier. Ja, oh. Obwohl? Oh, da vorne sind blaue. Okay. Haben wir den schon gesehen? Nee.
Gut, dann lass uns erstmal die ganze Küche hier platt machen. Okay, so, go, go. Oh, die haben Akkad verzaubert. Nein, ich hasse das. Aber du kannst ja auf Distanz bleiben. Naja, geht doch. Ich muss da ja mit. Die Diener sind ja auch Akkad verzaubert. Nö, die haben ja keine auch. Diener. Doch, ich kämpfe doch gerade gegen die Diener. Das ist einer von denen, du. Das sind keine Diener, das sind oh. Die Rare Mobs. Oh, er bettelt nicht gerade. Sag ich doch. Als wenn er noch nie Diablo gespielt hätte, ey. So stellt der Typ sich an. Nicht genug Wut. Aua, 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 aua. So, einer tot, zweiter tot. Geht doch. Dann bauen wir uns einfach mal ganz kurz durch und kommen dem guten Sascha zur Hilfe. Ey, scheiß Viech verpisst. Jawohl. Sehr schön. Haben wir sie? Korkalom ist jetzt online. Lol, der kann gar nichts. Nö, ich habe auch nur Bullshit weißt, hier bekommen. Guck, bringt der dir was? Ist blau, aber vielleicht. Plus 5% Schaden, minus 7% Zähigkeit. Hm. Behalte ich mal meinen jetzigen. Aber danke. Gerne. Wie gesagt, wir spielen halt zusammen, ne? Ich wir wollen gewinnen. Wir wollen Maltail auf Hardcore besiegen. Es wird ein weiter, es wird ein harter, es wird ein schwieriger Weg. Es wird ein Weg, der viel Konzentration erfordert. Aber wir kriegen das hin. So, oh, hier ist ein Schrein immerhin. Oh, hier sind wir richtig. War eine gute Idee von dir, Krischi. Jawohl. So, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gleich am Anfang schon sein soll. Ja. Gut. Dann, let's go. So, dann auf zur Spinnenkönigin. Großartige Herren. Speicherpunkt, das bringt's Spiel. Wenn wir sterben, auf jeden Fall, wir möchten hier weitermachen. Eins müssen wir erstmal sie retten, ne? Ja. Bitte helft mir. Das ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Ja, ja, ist ja gut. Oh, vor allem mir fehlt fast nichts mehr zum Stufenaufstieg. Oh, mir noch ein halber. Ja, genau. Ein Viertel. Wellviech? Oh, hallo. Na, feste drauf. Oh. Ich auf mich. Nee, hier geblieben. Warte, es zieht sich. Jetzt kommen ihre Diener. Das geht noch nicht. Die sind Gott sei Dank nicht so stark. Die können überhaupt nichts. Jawohl. Gift, Gift, Gift. Raus da. Nicht genug Wut. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich hab für meinen Schnellschuss. Die wäre jetzt nützlich, aber im Kampf kann ich ja keine Runen anlegen. Nö. Ach, und ich glaube, du hast schon mit die beste Rune, die es gibt für den Schnellschuss. Hier ist? Ja, die mit dem Feuer halt. Achso, okay. Ich habe jetzt irgendwas mit Frost, glaube ich, gekriegt. Also ich finde zumindest die mit dem Feuer am besten. Also ich finde. Warte mal, ich habe eine neue Fertigkeit auf 4. Oh, nicht genug hast. Das ist doof. Und diesmal so weiter. Du müsstest auch eine neue Fertigkeit auf 4 haben, oder? Stimmt. Oh Gott, was ist denn das? Verheerendes Feuer. Ach, das ist das Ding. Komm, jetzt machst du platt. Jawohl. Cool. Saugeil. Alter. Ich werde was fallen lassen. So ein bisschen. So, dann einmal kurz checken. Was ist? Erdbeben. Ich hab meinen ersten Edelstein. Da habe ich schon ein paar von. Oh, noch geiler. Er schüttet heftig die Erde und fügt allen Gegnern im Umkreis von 18 Metern im Verlauf von 8 Sekunden 4200% Waffenschaden als Feuerschaden zu. Das ist Erdbeben. Sehr gut. Revanche hat eine Rune. Das finde ich sehr gut. So. Fashion hat auch eine neue, aber. Nee, ich behalte die mit dem Feuer auf jeden Fall. Beim Salto durch Vorbereitung stellt sofort 30 Disziplin wieder her, aber Disziplin ist das, was ich kaum benutze. Ich brauche Hass. Ja, so geht's mir auch immer. Den Salto finde ich geil. Das ist das Sperrfeuer, genau, die Fähigkeit habe ich jetzt. Hier ist nichts Neues verfügbar. Gut aus. Jo,
Das sieht auch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das hat ein bisschen was gebracht. Oh ja, das war die Spinnenkönigin. In der Tat. So. Ja. So, komm, Oma, gib Stulle. Komm, Oma, gib Stulle. Los jetzt! Du bist die Einzige, die hier lange braucht. Ah, die Attacke ist auch geil. Ja, aber die braucht Disziplin. Nee, die braucht auch Hass. Okay. Ja. Boah, alles Hass hier. Hass ist das, was mich antreibt. Es war schrecklich. Ja, ja, ist ja gut. Schrecklich, finden wir auch. So, ich muss einmal zurück in die Stadt. Okay, alles klar. Ich komm mit. Wie lange geht die Folge schon? Die dauert noch 4 Minuten, also 16 Gott. Minuten. Beutetruhe. Das kaufen dafür. So. Diamantis. So. Ich gehe Stuff lieber verkaufen, ich habe nicht mehr so viel Kohle. Echt nicht? Ne, ich habe nur 33.000. 84.000. Obwohl. Warum kann ich das... Ach. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nur Scheiße. Das bringt uns auch nix. Das... Ausdrucksweise. Fresse, Alter! Nein. Ficken! Ist kein neue. Also, die sind zwar da, aber gehen sofort wieder weg. Alles klar. So, dann wieder hin da. Jo. So, dann gehen wir noch ein Stück weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Jetzt sollten wir gleich bei den gut. Genau, bei den Kriegern des Dunkelmond-Clans. Ich finde die Attacke geil. Warte mal, hier unten ist eine Truhe. Au, Truhe finde ich gut. Gold und Schulterschutz. Und ein Buch. Und kämpferischsten. Der Schulterschutz ist gar nicht so schlecht, aber... Ja, mir auch nicht. Aber mein jetziger Schulterschutz reduziert meine Ressourcenkosten, da verzichte ich dann gerne auch auf 2% mehr Zähigkeit. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesehen. Brunnen der Reflexion. Dämliche Winterwelkmotten. So, sind die hier schon aktiviert? Ist schon aktiviert, alles klar. Jo. Ach! Sehr schön. Los, Krieger, lauf vor. Hab ich vor. Du kommst hier nicht weg. Ich brauch mehr Wut dafür. Och, Erdbeben ist eine coole Attacke. Ja. Hat allerdings eine recht hohe Abklingzeit. Ja. Oh, das ist ein Ram-Up. Okay, alles klar. Und der hat uns schon gesehen. Jo. Das geht noch nicht. Okay, Sascha. Hast Probleme? Nee, aber hier von links kommt noch ein heftiger Baum. Kommen wir immer wieder alle auf einmal. Oh, komm her, Hass um das. Lol, hab mich gestunt. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich kümmere mich gerade um den Rare Mob hier. Ich bin full life. Geht damit auf den Rare Mob. Jetzt habe ich wieder Hass. Alles klar. Der konnte nix. Zwei Tank. Ich glaube, ich habe die falsche Rune auf meiner Einfähigkeit. Was ist das eigentlich für Eisdinger? Ich dachte erst, das nee, das ist nicht von mir. Achso. Ist da oben noch ein Ramp oder so? Nee, das ist einfach nur irgendein Magier oder so was. Ah ja, stimmt, da oben. Schamane des Dunkelmond-Clans. Und tschüss. Hier ist eine Höhle. Ah, Moment. Ah, nee, der Helm ist scheiße. Vorhin ist meine Folge rum. Gut, aber für die Höhle in der nächsten Folge? Ah ja, da müssen wir sogar rein. Warte, da oben kommt aber noch was angelaufen. Ah. Was die
Alles klar, ein bisschen Gold. Gut, Leute, dann danke ich euch jetzt wieder vielmals fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's bei Krischi weiter. Wir suchen den Stab der Gasra. Ja, genau. Und dann geht's weiter im ersten Akt bei Krischi. Haut rein, Leute. Tschüss.